Hallo, ja, ich habe mich auf meinefreiheit.de eingeloggt und ich möchte euch kurz ein bisschen über meine Erfahrungen erzählen und was das überhaupt ist. Das ist eine Plattform von der FDP und dort kann man über das Wahlprogramm der FDP diskutieren und man hat die Möglichkeit im Forum auch über allgemeine Fragen zu diskutieren. Aber was ich am interessantesten finde ist, wenn man auf Wahl 2013 geht, bekommt man so eine Art vorläufiges Wahlprogramm und dann kann man etwas markieren. Dann wird das alles schön in gelb markiert und es poppt so ein kleines blauer Button auf, wo man draufklicken kann mit dem Namen Änderungsvorschlag und dann kann man draufklicken und irgendwas dazu aufschreiben. Und man kann dann auch sehen, wo andere schon Änderungsvorschläge gemacht haben und man kann dann darüber diskutieren. Das finde ich ganz interessant. Die Funktion mit den Gruppen finde ich auch ganz interessant, wobei ich zugeben muss, so viel habe ich mich damit jetzt noch nicht beschäftigt, weil das für mich aber am Anfang auch immer so aussah, als würde es nur eine Gruppe geben, und zwar eine, die sich mit Bienen beschäftigt. Das sah für mich mehr oder weniger wie ein Witz aus. Da muss man immer erst auf Übersicht klicken, damit überhaupt alle Gruppen angezeigt werden. Ist vielleicht da dieser Hinsicht ganz wichtig, sind aber vor allem bisher Gruppen über Landesverbände der FDP. Ja, erstmal ganz nett gemacht. Was ich wirklich ganz schwierig und blöd finde, man muss sich bestimmt 5 bis 10 Minuten Zeit nehmen, um sich überhaupt einloggen zu können. Ich weiß nicht, warum der Einlog-Vorgang so schwierig ist, aber es dauert irgendwie jedes Mal Ewigkeiten, bis er verstanden hat, dass man sich einloggen möchte. Und ja, das ist wirklich sehr schade. Ich hoffe, dass das die Tage noch ein bisschen besser wird. Okay, ja, das dazu. Und ich denke, damit habe ich einen kurzen Einblick darauf gegeben, was man auf dieser Plattform überhaupt machen kann. Es wurde ja bemängelt, dass in den ganzen Videos dazu nirgendwo irgendetwas dazu steht, was man auf dieser Plattform überhaupt machen kann. Okay, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick. Bis zum nächsten Video.